Veranstaltung neu dazustoßen. Mein Name ist Susanne Dier, ich bin Referentin im Gunda-Werner-Institut und zusammen mit dem Missy Magazine haben wir zu diesem Event eingeladen, um sichtbar zu machen, Feminismus ist nicht ein Thema wie Quote oder Vereinbarkeit, sondern es gibt eben viele feministische Perspektiven auf sehr unterschiedliche Themen. Und das Event soll eben eine Plattform sein, um diese Vielfältigkeit von Perspektiven und Forderungen auch sichtbar zu machen. Und um diese Vielfalt sichtbar zu machen, haben wir uns natürlich Kooperationspartnerinnen gesucht. Und die Veranstaltung jetzt, die findet statt in Kooperation mit dem Schwulen Museum. Herzlichen Dank für diese Kooperation. Ja, wir fragen zusammen in dieser Kooperation heute, funktionieren queer-feministische Interventionen im Museum? Unsere Gäste auf dem Podium sind die Co-Kuratorinnen mit Unterstrich der Ausstellung Homosexualitäten, die derzeit im Deutschen Historischen Museum und im Schwulen Museum stattfindet, und zwar noch bis zum 1. Dezember. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr werdet nochmal vorgestellt von unserer Moderatorin gleich. Ja, vielleicht noch eine kurz vorab eine Einbindung. Heute hat mich jemand gefragt, warum sprechen wir über Homosexualitäten im Rahmen einer feministischen Konferenz? Da war ich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, bin da einfach davon ausgegangen, dass es selbstverständlich ist. Vor einem Jahr erinnere ich mich, da hat das Schwule Museum einen Aufruf gestartet, bringt uns eure Objekte, die verbunden sind mit euren Coming-out-Geschichten, ins Museum. Da habe ich auch zum ersten Mal von dieser Ausstellung gehört und wie ich waren vielleicht viele dann seit diesem Aufruf sehr gespannt, was denn da auf uns zukommt in den Museen ab diesem Sommer. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und vielleicht viele auch, die diesen Aufruf gehört haben, was haben die denn da Unmögliches vor? Wie kann es gelingen, diese Vielfalt, Lebendigkeit von queeren Bewegungen und Geschichten in ein Museum zu bringen und auch noch in so ein Museum wie das Deutsche Historische Museum? Da waren wir alle sehr gespannt. Die Coming-out-Geschichten, die ihr vor einem Jahr angefordert habt, die eröffnen jetzt die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum. Und ich habe es mir schon mehrmals angeschaut und muss an zwei Zitate aus diesen Coming-out-Geschichten denken. Eine erzählt zum Beispiel von einem Plakat als Objekt für ihre Coming-out-Geschichte und auf diesem Plakat stand: Feminismus ist die Theorie, Lesbianismus ist die Praxis. Womit wir vielleicht schon mal eine Verbindung hätten, warum wir hier über Homosexualitäten reden. Und eine andere erzählt in ihrer Coming-out-Geschichte über sich, dass für sie lesbisch sein heißt, ich will eine andere Welt, eine bessere, zum Beispiel Menschenrechte für alle. Und damit wird sichtbar, dass von Anfang an in dieser Ausstellung, dass Feminismen und Homosexualitäten verwobene Geschichten sind und dass es auch um politische Identitäten geht und um Interventionen auch in heteronormative Vorstellungen von Geschlecht und Sexualitäten. Ja, darüber wollen wir heute reden. Wie es gelungen ist, dieses Unmögliche umzusetzen in den Raum eines Museums. Die Ausstellung reflektiert auch die Problematik dieses Raumes. Also noch ein Zitat aus der Ausstellung von einer Wand, da steht, Museen sind umkämpfte Räume, bei denen es um Sichtbarkeit und Deutungsmacht geht. In diese Räume zu intervenieren, da gibt es eine lange auch queer-feministische Geschichte. Vor 30 Jahren zum Beispiel haben die Guerilla Girls angefangen, in diesen Raum zu intervenieren und herausgestellt, dass es eben ein Raum ist, der männlich und weiß, auch heterosexuell dominiert ist. Und ja, heute reden wir darüber mit den KuratorInnen, wie ist es denn gelungen, in diesen Raum zu intervenieren, was verstehen wir unter Intervention, was kann so eine Ausstellung leisten. Bevor ich ans Podium abgebe, möchte ich jetzt hier nochmal den Raum auch nutzen und Dankeschön sagen an alle, die hinter den Kulissen für diese Veranstaltung arbeiten, an die Technik, an die KollegInnen vom Tagungsbüro und auch an die KollegInnen im Gunda-Werner-Institut, die eben hinter den Kulissen wirken. Und ich möchte auch Sie hier darauf hinweisen, dass auch diese Veranstaltung ins Netz übertragen wird und dass im Rahmen der Veranstaltung Foto-, Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden, die wir auch veröffentlichen wollen. Ja, bevor ich jetzt an die Moderatorin Hannah Fitsch übergebe, darf ich dich vorab vorstellen.
Hannah Fitsch studierte Soziologie, Neue Medien und Biopsychologie in Frankfurt am Main und ist seit 2012 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der Technischen Universität Berlin. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit hat sie sich viel damit beschäftigt, wie kann man Bilder schaffen, ohne geschlechtliche Stereotype Darstellungsweisen zu reproduzieren. Und mit dieser Frage nach den Bildern ist sie auch in der Arbeit im Museum gelandet, nämlich gemeinsam mit Daniela Döring leitet sie seit 1. Oktober das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt Gendertechnik Museum. Das startet am 10.11. Dezember mit der Auftaktkonferenz Technologien der Geschlechter? Fragezeichen, Strategien für eine gendergerechte Museumspraxis im Technikmuseum Berlin. Spannende Ausstellung und eröffnet im Prinzip genau die Fragen, die wir jetzt auch zu Homosexualitäten haben. Wie ist es gelungen, queer-feministisch Bilder zu finden, eine Sprache zu finden in dieser Ausstellung? Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, hallo, auch nochmal ein ganz herzliches Willkommen von mir an euch und auch an euch, die hier oben sitzt. Genau, ich würde noch mal ganz kurz 5 Sätze irgendwie Einführendes sagen. Vielleicht, also ich meine, Susanne hat es ja noch schon sehr deutlich gemacht, warum eigentlich dieses Panel. Für mich vielleicht schon mal vorausgehend auch eine Frage, die wir hoffentlich danach ein bisschen klären können, warum eigentlich das Museum und warum eigentlich Intervention? Weil wir wollen in diesem Panel ja der Frage nachgehen, kann es überhaupt funktionieren, in diese Museen zu intervenieren? Genau dieser großen und sehr allgemeinen Frage wollen wir anhand eines Beispiels nachgehen, nämlich der Homosexualitäten-Ausstellung. Die läuft ja seit, ich weiß nicht, uns war nicht so ganz klar, wie sehr ihr sozusagen wisst, also über die Ausstellung Bescheid wisst, ob ihr sie alle gesehen habt. Wir gehen mal so ein bisschen davon aus, dass ja. Genau. Wer hat sie denn gesehen, die Ausstellung? Ja, das ist doch relativ viele. Genau, die läuft seit 1. Juni und läuft für ein halbes Jahr auch und ist an 2 Orten, dem Deutschen Historischen Museum und dem Schwulen Museum Berlin verortet, was ja auch schon mal eine sehr, sehr interessante Mischung ist. Genau, und sie hat eine breite Diskussion entfacht und nach sich gezogen und wirklich extrem hohe Besucherinnenzahlen auch. Wenn im Ankündigungstext hier zu dem Panel gesagt wird, dass die Guerilla Girls vor 30 Jahren ihren Protest gegen den männlichen und die weiße Dominanz in Museen gestartet haben, dann unterscheidet sich deren Protest aber ganz konkret von dem, was wir heute uns angucken wollen. Da die Praktiken unserer 3 Gäste ja nicht von außen die Institution kritisieren, wie das die Guerilla Girls gemacht haben, zu sagen, genau, also irgendwie anhand von Statistiken eine Kritik an an Museen heranzutragen. Also keine Kritik von außen, sondern die Macherinnen der Homosexualitätenausstellung haben sich ganz konkret dafür auch entschieden, in die Institution Museum zu gehen und ein Stück weit auch ein Teil von ihr zu werden. Mit dieser Praxis haben sie zum Teil dafür gesorgt, dass die Forderungen der Guerilla Girls irgendwie in den Museen auch ankommen. Andererseits gilt es hier wie überall anders eben auch, der Gang durch die Institution bleibt vermutlich nicht ohne Folgen. Also, funktionieren queer-feministische Interventionen im Museum? Wenn ja, wie funktionieren sie? Den Fokus auf die Frage nach den Machbarkeiten und Erfolgschancen von Interventionen gibt uns diese Tagung vor, also den Fokus für das Panel jetzt heute. Nämlich, uns interessiert, wie bei der Planung und Umsetzung der Ausstellung auch Unmögliches möglich wurde oder eben nicht möglich wurde. Was passiert mit einer Bewegung, mit ihren Kämpfen und ihren inhaltlichen Auseinandersetzungen, mit Begehren und Zwischentönen, wenn man sie für das Museum aufbereiten möchte? Dafür haben wir heute, wie schon vorgestellt, die 3 Referentinnen eingeladen. Allen dreien hatten wir, also Susanne und ich, im Vorfeld
eine Fragestellung geschickt mit der Bitte auch um ein Bild oder ein Objekt von einem Ausstellungsstück, worin sich sozusagen nochmal die Unmöglichkeit der Übertragung oder der Übersetzung deutlich machen lässt. Also sozusagen ein bisschen so das Lieblingsobjekt oder halt eben das Objekt, was irgendwie am widerständigsten war, auch irgendwie in diese Ausstellung zu integrieren. Um daran vielleicht auch nochmal Schwierigkeiten, die es im Vorfeld gab, wieder aufzuspüren, die natürlich jetzt, nachdem diese Ausstellung so unglaublich erfolgreich ist, vielleicht auch hinten runterfallen manchmal. Die Frage, die wir allen dreien geschickt hatten, und die stelle ich jetzt noch kurz vor, dann möchte ich einzeln sozusagen die Referentin vorstellen und Ihnen gleich die Möglichkeit geben, in 5 bis 7 Minuten uns was darüber zu erzählen, über Ihr Objekt oder über überhaupt Ihre Meinung zu der Ausstellung. Die Frage war, welcher Raum, welches Objekt, welches Thema der Ausstellung war für dich in der Umsetzung verbunden mit der Erfahrung einer Grenze, dem Eindruck, das lässt sich nicht darstellen? Wo war für dich ein unübersetzbarer, politischer, widerspenstiger Rest, der sich gegen seine Musealisierung sträubt, erfahrbar? Genau, diese Frage haben wir, wie gesagt, allen drei geschickt. Und anfangen möchte ich mit Dorothee Brill. Kurz zu ihrer Person, richtig müsste man sagen, Dr. Dorothee Brill. Sie ist Kuratorin und Dozentin mit Fokus auf bildende Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Nach langjähriger Tätigkeit an Museen und Ausstellungshäusern, unter anderem am Haus der Kunst in München, am MMK-Museum für moderne Kunst in Frankfurt und an der Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin, arbeitet sie seither freiberuflich. Sie war Mitkuratorin der Ausstellung Homosexualitäten und neben ihrer kuratorischen Tätigkeit unterrichtet sie auch unter anderem an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig, der Technischen Universität in Braunschweig und der Universität Duisburg-Essen. Und sie hat natürlich zusätzlich noch zu ihrer Arbeit also viele Texte auch zur Gegenwartskunst veröffentlicht. So, jetzt möchte ich dich bitten, vielleicht kurz was zu erzählen zu der Frage. Ja, gerne. Ja, okay. Guten Tag von meiner Seite. Ja, ich habe also diese Frage mit mir rumgetragen. Die Frage oder was war am widerständigsten? Was ließ sich am schwersten was war uns wichtig und ließ sich zugleich sehr schwer ausstellen, also verdinglichen? Ich möchte mich in den jetzt folgenden Minuten einer Ebene der Ausstellung widmen, und zwar der bildenden Kunst. Dazu muss ich einen kurzen Bogen schlagen und zunächst die Frage in den Raum stellen, warum wir überhaupt Kunstwerke in der Ausstellung zeigen. Ich vermute mal, dass diejenigen unter Ihnen, die die Ausstellung gesehen haben, an beiden Orten, aber auch an einem der beiden, sich die Frage überhaupt nicht gestellt haben, sondern warum nicht? Klar, ist da Kunst zu sehen. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum denn jetzt diese Kunst und nicht jene, warum nicht diese Position, die fehlt mir. Aber ich vermute mal, dass im Grunde genommen Sie mit dem Umstand, dass da Kunstwerke zu sehen sind, wir bei Ihnen offene Türen eingerannt haben. Das erübrigt aber ja noch nicht die Frage, warum wir uns dazu entschieden haben. Warum also? Es gibt von unserer Seite her mehrere Antworten. Eine Antwort, die vielleicht im ersten Moment naheliegend erscheint, ist falsch. Und zwar die, dass es uns unser Anliegen war, Kunstwerke auszustellen, weil wir die Kunst von lesbischen, schwulen, bi, trans, intersexuellen oder queeren Menschen zeigen wollen. Das war genauso wenig unser Anliegen, wie die Kunst von heterosexuellen Menschen zu zeigen. Wir wollten vielmehr Kunstwerke zeigen, die es uns ermöglichen, etwas zu verdeutlichen, was uns wichtig ist und was in unseren Augen mit diesem Queeren, wenn man dazu dieses unmögliche Verb macht, mit dem Queeren von Museen verbunden ist. Und um das zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich ein Werk ausgesucht, was diejenigen von Ihnen, die im Schwulenmuseum waren, da mache ich jetzt mal keine Handprobe, gesehen haben. Und zwar ist es eine Videoarbeit von der britischen Künstlerin Sam Taylor-Wood. Das Werk heißt Brontosaurus und ist von 1994.
Es ist das Werk, Sie sehen hier auf dieser Installationsansicht mehrere Kunstwerke, aber ist das in der Mitte, also diese etwas schräg gestellte, freistehende Projektionsleinwand, das ist ein Single-Screen-Video. Wir können Ihnen leider aus rechtlichen Gründen das Video nicht zeigen, Sie können sich es aber alle im Netz angucken. Und, bitte nicht jetzt, das macht aber nichts. Ich beschreibe es, und es geht sowieso um Imagination, insofern also ist es gar nicht schlecht, wenn es vor Ihrem inneren Auge erscheint. Was sehen wir? Wir sehen einen Mann, nackt, in der Bildmitte. Wir sehen ihn in einem Raum. Der Raum ist fast leer. Er sieht nach einem Wohnraum aus. Man hat so einen Eindruck einer Dachgaube. Man sieht, das sehen Sie jetzt nie auf dieser schlechten Projektion, ein Stückchen Teppich, man sieht irgendwie Objekte, die ein bisschen zufällig erscheinen, eine Box und da drauf ein rotes Ding, das ist ein Dinosaurier und vermutlich der titelgebende Brontosaurus. Also, eine ganze Spezies, die längst nicht mehr lebt. Der Mann tanzt. Er tanzt vor der Kamera, aber nicht für die Kamera. Er ist in sich versunken, er nimmt überhaupt keinen Kontakt auf mit der Kamera, er tanzt sehr, sagen wir mal, sinnlich mit Einsatz seines gesamten Körpers, sehr versunken, zuweilen ekstatisch, mit, sagen wir mal, extrovertierten oder manchmal auch exaltierten, ekstatischen Posen. Es gibt Phasen, wo er auf den, ganz lange auf den Fußspitzen tanzt und die Arme hochreckt, also eher so eine Bewegung vollzieht, die man mit Ballett verbinden würde. Aber es ist ganz deutlich, dass er keine Choreografie abtanzt, sondern tanzt, so tanzt, wie es ihm in diesem Moment zu der Musik, die er vermutlich hört, passend erscheint. Wir sehen den Tänzer nicht in Realzeit, sondern in extremer Verlangsamung. Das macht sozusagen nochmal was mit den Bildern. Die Bilder sind verlangsamt. Die Musik selber, die wir hören, es ist ein klassisches Streichquartett, ist nicht verlangsamt, sondern real-time. Damit kriegen Sie als Betrachterinnen schon mit, dass Bild und Ton getrennt sind. Sie hören auch sofort, dass diese Musik nicht aus dem Raum kommt. Das ist kein Raumsound, sondern es ist eine separate Tonspur. Das heißt, wir wissen als Betrachterin nicht genau, wie Bild und Ton miteinander in Bezug stehen. Hört der Mensch diese Musik oder hört er was ganz anderes oder hört er gar nichts? So. In der Tat hört er was ganz anderes. Nicht die klassische Streichmusik, sondern Techno. Ein Jungle-Techno-Stück. Das heißt, der Film zeigt einen Menschen, der alleine zu Hause Techno tanzt. Genau das sehen wir de facto. Aber das, was bei uns ankommt, und das ich Ihnen gerade beschrieben habe, ist was komplett anderes. Man kann also daraus schließen, das ist Sam Taylor Johnson, der, habe ich das gesagt, Künstlerin des Werks, die einige vielleicht noch als Sam Taylor Wood kennen, primär in diesem Werk genau darum geht, also um die Frage nach der Wirkung von Bild und Ton, als Einzelne und im Wechselspiel miteinander. Es geht um die Veränderung dieser Wirkung durch eine Trennung und eine andere Kombination von Bild und Ton. Um die Frage nach der Veränderung der Wirkung von Bildern durch eine Modifikation der Geschwindigkeit, welche Wirkung haben Bilder und Töne auf uns, wenn man sie so oder so kombiniert, zu welcher Interpretation verleiten sie uns. Dieses Anliegen von Sam Taylor Wood wird ganz deutlich auch in der Musikwahl. Denn es ist nicht einfach nur, dass sie ein Genre, Techno, gegen ein anderes Genre, Klassik, vertauscht hat, sondern sie nimmt die Technomusik weg und spielt ein Streichquartett, nämlich Adagio for Strings von Samuel Barber. Das ist von 1936. Das ist das bekannteste Stück von diesem Komponisten. Und es ist aber nicht einfach nur bekannt und populär, sondern es rangiert in Großbritannien, einer noch nicht allzu lang zurückliegenden Umfrage zufolge, als das traurigste klassische Stück überhaupt. Das heißt, sie nimmt also ein Musikstück, was ganz stark mit bestimmten Emotionen konnotiert ist, auf das sozusagen der Zuhörer mit einer bestimmten Tendenz reagiert. Auf der Website schreibt sie zu dieser Arbeit Folgendes. Die Verlangsamung des Video und das Ersetzen der originalen Techno-Jungle-Musik durch Samuel Barbers Adagio for Strings transformiert dieses Stück in einen gleichzeitigen Tanz des Todes und Tanz des Lebens.
eine zärtliche Eloge. Hinsichtlich dessen, was wir also von der Intention der Künstlerin wissen und auch was wir aus ihrer sonstigen Arbeit schließen können, hat dieses Werk überhaupt nichts mit Homosexualität zu tun. Für uns ist es trotzdem eine Art Schlüsselwerk. Und zwar eben nicht, weil es Leben und Tod, Vitalität und Vergänglichkeit thematisiert, sondern weil es das zeigt, was die Basis dafür bietet. Und das ist das, was uns wichtig ist. Nämlich die Hinterfragung der Wirkungsweise von Bildern. Dafür haben wir unter anderem Kunst integriert. Weil wir veranschaulichen wollen, wie unsere Reaktion auf Bilder ist. So thematisiert Brontosaurus, der so heißt dieses Werk, in unseren Augen auch, wie wir die Erscheinungsweise von Menschen durch die Brille von Geschlechtermodellen wahrnehmen, wie sehr die Wahrnehmung von Interpretation, die Wahrnehmung und Interpretation von Bildern des Menschen zwischen diesen zwei Optionen, männlich und weiblich, eben gefangen ist und sich gemeinhin nur auf dieser Achse quasi hin und her bewegen kann. Also, dass dieser Mann, der eigentlich quasi Techno tanzt, plötzlich eben eindeutig quasi weiblich-feminin konnotiert wird. Das ist eine Wirkung. Diese Wirkung ist A, eine Folge der Verlangsamung der Bilder und der zugeführten Musik und ist B, eine Klassifikation eben nach bestimmten Geschlechterkonnotationen. Wenn man sozusagen allgemein, wenn die Besucher fragt, ist es eine Zuordnung, eine Strukturierung, die fast unumgänglich erscheint. Noch grundlegender geht es uns darum, die Konventionen und Mechanismen unserer Wahrnehmung spürbar zu machen, also jenseits auch dieser Geschlechterkonnotation. Wie wirken Bilder auf uns? Wie interpretieren wir sie? Mit welchen Assoziationen werden sie beladen? So, wir haben also mittels der Kunstwerke einen Weg gesucht, um das, was sich nicht verdinglichen lässt, nämlich die Dynamik zwischen Betrachterin und dem, was diese Betrachterin sieht und die Bedeutungskonstruktion, die in diesem Prozess passiert, um das spürbar zu machen. Etwas spürbar zu machen, was sich durchaus auch unserer Kontrolle entzieht, was quasi automatisch passiert, nach bestimmten Mechanismen, denen wir gewöhnt sind. Das ist einerseits etwas, was man nicht ausstellen kann. Es ist aber andererseits genau das, was sozusagen eine queere Intervention in Museen ausmachen könnte. Das heißt, wenn man es schafft, mit dem, was man zeigt und wie man es zeigt, das Sehen zu queeren, das heißt über bestehende Konventionen hinaus zu erweitern. So, das war's. Das war ja ein abruptes Ende. Vielen Dank für diese sehr, finde ich auch, fast ein bisschen intime Erzählung über dieses Objekt und dein Lieblingsausstellungsobjekt. Oder auch nicht Lieblings, aber nicht Lieblings, aber ein wichtiges Objekt zumindest. Genau. Als zweites möchte ich jetzt Dr. Birgit Bosold vorstellen. Birgit ist seit 2006 als erstes weibliches Mitglied im Vorstand des Schwulmuseums. In dieser ehrenamtlichen Funktion war sie und ist maßgeblich an der Strategie. Hier stimmt der Satz nicht. Egal. Sie ist auf jeden Fall ehrenamtlich in dieser Funktion und war damit maßgeblich an der strategischen Neuorientierung des Schwulmuseums beteiligt. Unter anderem sind von ihr mitkuratiert worden die Ausstellung, die erste Lesbenausstellung 2008, 2010 die Kunstausstellung Gender Gap, 2011 eine Ausstellung mit künstlerischen Positionen zur Frauenfußball-WM. Und 2012 eine Werkschau der Fotografin Petra Gall, deren umfangreiches und zeitgeschichtliches bedeutsames Archiv sie für das Schwule Museum sichern konnte. 2014/15 war sie Projektleiterin und Mitkuratorin der Ausstellung Homosexualitäten. Vielleicht
also wenn du irgendwie Lust hast, könntest du ja in deinem Statement auch nochmal darauf eingehen, wie das auch für dich aus dem Vorstand des Schwulenmuseums heraus sich, wie sozusagen die Machbarkeiten der Homosexualitätenausstellung, wie die lagen, wie ist die Ausstellung eigentlich zusammengekommen und ja, also so, ja, also vielleicht nicht in aller Ausführlichkeit, aber so kurz. Es würde zu lang dauern. Genau, der Fokus sollte schon irgendwie auf dem Objekt sein und der Frage, was ist eigentlich unmöglich, aber vielleicht kannst du ja kurz auch was zu den Möglichkeitsbedingungen sagen. Ja, erstmal auch von meiner Seite aus nochmal guten Tag. Ich habe das Plakat ausgewählt als Objekt. Ich sage aber vielleicht nochmal was zur Geschichte dieser Ausstellung. Wir werden häufiger gefragt, wie lange hat denn das gedauert, die Vorbereitung dieser Ausstellung. Dann sage ich immer, ja, ungefähr 30 Jahre. Und in gewisser Weise ist das auch so, weil das Schwule Museum wurde ja 1986 gegründet und in dieser Zeit wurden etwa 200 Ausstellungen realisiert. Und das ist natürlich ein Stück weit die Credibility, die wir sozusagen als Vorlauf hatten, damit die Bundeskulturstiftung und die Kulturstiftung der Länder und auch das DHM sozusagen uns überhaupt zutraut, so ein Projekt zu machen. Also das vielleicht zum Vorlauf. Was vielleicht noch wichtig ist, ist, die Ausstellung ist eine Initiative des Schwulen Museums. Also es ist eine Idee, eine Initiative des Schwulen Museums und wir haben dieses Projekt in sozusagen Kooperation mit der Bundeskulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder entwickelt und das DHM hat sich dann sozusagen bereit erklärt, als Kooperationspartner mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir mit dieser Idee, wir wollten einfach in einen repräsentativeren, öffentlicheren, mainstreamigeren Raum damit. Unmögliches möglich machen. Also ich meine, wir haben es möglich gemacht. Man hätte sich wahrscheinlich vor 30 Jahren jetzt nicht vorstellen können, dass so eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum stattfindet. Wir übrigens auch nicht. Insofern ist schon irgendwas passiert. Also man kann natürlich darüber reflektieren, was das bedeutet. Darüber können wir vielleicht auch nochmal reflektieren nachher. Aber ich würde gerne vorher nochmal was sagen zu diesem Plakat und warum ich das gewählt habe. Eines der schwierigsten, eine der schwierigsten Aufgaben dieser Ausstellung war, das, was ich eine politische Positionierung nennen würde. Also viele Ausstellungen werden ja so gemacht, dass sie sich eben nicht positionieren, sondern die präsentieren irgendeine mehr oder weniger im Wissenschaftsraum konsensual herrschende Meinung oder wie auch immer. Und wir haben uns entschieden, das mit dieser Ausstellung definitiv nicht zu machen. Erstens, weil man es gar nicht kann, weil es überhaupt keinen abgehangenen Diskursstand gibt, weil die Themen, um die es da geht, nach wie vor am Brodeln sind, weil auch innerhalb der Community nicht alles ausgediskutiert wurde, sondern weil das sozusagen eine vitaler Prozess ist, in dem wir ein Teil davon sind und dem wir aber auch mit dieser Ausstellung eingreifen. Und die politische Positionierung dieser Ausstellung, also die Entscheidung war ganz klar auch von Seiten des Schwulenmuseums, wir wollten das auch, also wir wollten auch erkennbar sein als Institution oder als Player in diesem Diskurs. Und dieses Plakat ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel oder zeigt ganz gut, was wir da gemacht haben, also was die politische Haltung ist. Wo stellen wir uns mit der Ausstellung hin? Wir haben diese Ausstellung eigentlich, also das, was wir da kuratiert haben, ist more or less komplett konfliktfrei und ohne inhaltliche Debatten mit dem DHM. Wir haben einfach kuratiert, wie wir wollten. Also alles, was ihr da seht, ist sozusagen nicht ein langer Abstimmungsprozess mit dem DHM gewesen, sondern das ist die kuratorische Entscheidung gewesen, die auch überhaupt nicht diskutiert wurde. Es gab nur zwei Konflikte. Der eine Konflikt, das Ergebnis könnt ihr euch jetzt angucken, es hängen nämlich neuerdings wieder diese Bilder mit pornografischen Abbildungen, die wir abhängen mussten aus Jugendschutzgründen, die hängen jetzt wieder da mit Balken, also mit so einem großen Balken, weil wir es wichtig fanden,
dass man auch sehen kann, was man nicht sehen kann oder was man nicht zeigen darf. Das ist ja viel interessanter, als einfach abzuhängen. Kann man ja auch darüber diskutieren, was das bedeutet. Und der zweite Konfliktfall war das Plakat. Also es gab einen sehr, sehr langen Abstimmungsprozess zu diesem Plakat und es gab, das war eigentlich die einzige wirklich richtige inhaltliche Diskussion, die wir hatten mit dem Deutschen Historischen Museum. Und am Anfang dieser Debatte stand, dass die meisten unserer, also sowohl die Geldgeber wie auch die, das DHM, gegen dieses Plakat waren. Und ein Teil dieser Argumente kann man nachlesen. Es hat ja auch, als das Plakat dann da war, vielleicht haben das manche von euch mitverfolgt, eine Auseinandersetzung innerhalb der Community gegeben. Es gab Flugblätter zu der Eröffnungsveranstaltung. Es gab Stellungnahmen auch mit Briefen an den Direktor des Deutschen Historischen Museums und auch an uns, dass wir dieses Plakat doch bitte abhängen möchten. Das kann man alles nachlesen im Netz, wir haben das dokumentiert und der wesentliche Argument war, die Ausstellung zeigt doch jetzt, dass wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und dass unsere Lebensentwürfe jetzt einigermaßen als normal akzeptiert werden und ihr bringt jetzt mit diesem Plakat wieder zum Vor- oder ihr diskreditiert im Grunde homosexuelle Menschen als Monstrositäten. So, und das war auch das Argument innerhalb unserer Diskussionen, zu sagen, das ist ja abstoßend oder das ist unnormal oder das ist eben monströs, abnormal, schockierend, was weiß ich. Und es geht doch bei dieser Ausstellung darum, um Anerkennung für homosexuelle Lebensentwürfe zu werben und ihr schießt euch damit doch selber ins Knie. Und das war für mich eigentlich an dem Punkt war für mich klar, dass wir dieses Plakat unbedingt nehmen müssen, weil es nämlich an dem Punkt auch wieder um eine politische Positionierung geht. Wenn Anerkennung davon abhängt, dass wir uns normalisieren, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, ob ich darauf verzichten würde, aber auf jeden Fall müsste man darüber nochmal diskutieren. Also wir haben uns, ich möchte das noch an einem anderen Beispiel machen, letzte Woche hatten wir einen US-amerikanischen Aktivisten im Museum, Evan Wolfson, der diese Kampagne Freedom to Marry erfolgreich gemacht hat. Also in den USA hat er jetzt das Verfassungsgericht entschieden und so weiter, das habt ihr auch mitverfolgt. Und der hat gesagt, ja, wie ist denn die Kampagne so erfolgreich gewesen? Und er hat gesagt dann immer, ja, man muss den Menschen helfen, zu verstehen, wer wir wirklich sind. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wer sind wir denn wirklich? Und dann hat er sich gesagt, also es ging im Grunde genommen darum, dass die Botschaft dieses Freedom to Marry war, dass wir als Community oder jedenfalls die Mehrheit von uns die Werte der Mittelklasse Familienmenschen teilen, nämlich auch Treue und Kinder und so. Es mag ja sein, dass es Menschen gibt, die diese Werte teilen, aber ich glaube, die Community insgesamt teilt sie nicht unbedingt. Und selbst wenn es nur eine Minderheit wäre, die sie nicht teilt, Anerkennung kann nicht davon abhängen, dass wir bestimmte Werte teilen. Für mich zumindest nicht die politische Haltung einer queer-feministischen Bewegung, wie auch immer, sein. So, das zur politischen Positionierung. Also das war die Komplexität, war, dass wir einerseits eine große Öffentlichkeit adressiert haben und andererseits aber uns natürlich auch innerhalb der queer-feministischen, homo-LGBTIQ-Community verorten wollten. Das war, glaube ich, die schwierigste Aufgabe bei dieser Ausstellung. Ob sie uns jetzt gelungen ist oder nicht, das ist quasi das, was ihr beurteilen müsst, das kann ich nicht sagen. Wir haben uns auf jeden Fall Mühe gegeben, das zu reflektieren. Ich würde jetzt sozusagen noch zwei Sätze, geht noch. Ich glaube, dass dieses Plakat, weil es sehr klar deutlich zeigt, dass, also es hat für mich oder für uns den Wert, dass es eigentlich die Diskussionsräume, um die es geht, wenn man über Homosexualitäten spricht, aufmacht. Das Plakat spricht über, was ist ein Körper oder was ist überhaupt Körper, was ist Sexualität, was ist Geschlecht. Und damit, das ist genau der Raum, also für uns, wir begreifen Homosexualität als der Ort,
als einer der Orte in unserer Gesellschaft, einer der Diskursräume, in dem um die Geschlechterordnung gekämpft wird oder in dem das ausgehandelt wird, was was bedeutet. Und so sieht sich, oder so haben wir ja auch die Ausstellung positioniert, insofern passt dieses Plakat genau perfekt dahin, zumal es auch eine deutlich ist, eine künstlerische Arbeit, das sieht man auch, auch nochmal, das nochmal zu dir, weil es mehr Räume eröffnet, als wenn wir jetzt ein dokumentarisches Foto genommen hätten und weil es sich ganz klar auch auf eine feministische Kunstgeschichte bezieht, also auf die beiden Künstlerinnen Eleanor Antin mit ihrer Performance 72 und auf Lydia Benglis mit diesem berühmten Foto, mit diesem Dildo, was ihr wahrscheinlich auch kennt, also nackte Frau mit Dildo und 70er Jahre Foto, Großplakatfoto. Trotzdem ist dieses Plakat, oder nicht trotzdem, was ich jetzt im Nachhinein nochmal interessant fand, wir hatten ja vor zwei Wochen oder einer Woche war ja Helga Kassils mit einer Lecture bei uns und ich finde, was jetzt an diesem Plakat für mich im Nachhinein nochmal sozusagen ein zweiter ist, dass dieses Plakat auch uns als Ausstellung nochmal selber in Frage stellt. Es gibt noch eine zweite Arbeit von Helga Kassils in der Ausstellung, die heißt The Resilience of the 20%. Das ist dieser Tonblock. Und diese Arbeit ist im Zusammenhang mit einer Performance entstanden, erstmals gemacht wurde in dem One Archive in Los Angeles und bei der es um die Frage ging, was dieses Archiv, was das One-Archiv selber auch wiederum ausschließt. Also sozusagen, welche Ausschlussmechanismen produzieren wir selber? Und ich glaube, das ist das, was sozusagen nochmal eine zusätzliche Ebene dieses Plakats ist, nämlich uns auch nochmal in Frage zu stellen, was bei aller das Unmögliche möglich machen, was bei aller Mühe, die man sich macht, um irgendwas gleichberechtigt und so weiter zu repräsentieren. Wir haben auch sehr viele Ausschlüsse produziert. Und dieses Plakat erinnert uns selber und auch unser Publikum daran, dass wir sozusagen auch diesen Prozessen natürlich unterliegen und weiter diskutieren müssen an der Stelle. Okay, soweit. Ja, vielen Dank, Birgit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, auch in die Vorbereitung der Ausstellung und in die Problematiken. Als drittes möchte ich jetzt Detlef bitten, nochmal auf die Frage einzugehen. Genau, und möchte ihn aber vorher kurz vorstellen. Detlef Weitz ist Szenograf aus Berlin. Führt gemeinsam mit Dr. Sonja Beek die Schierweiz GmbH. Das ist ein Büro für museale und urbane Szenografie. Er versteht sich als konzipierender Szenograf, der eng mit internationalen Museen, KuratorInnen und KünstlerInnen Ausstellungen als invasive und poetische Räume entwirft. Seine Arbeit ist insbesondere an den Performances der Museumsbesucherinnen interessiert. So entstand in den letzten Jahren ein beachtliches Werk mit Ausstellungsschwerpunkten unter anderem zur Migrationsgeschichte hier im Jüdischen Museum und auch im Jüdischen Museum München, zum nationalen Bauhauserbe, Modellbauhaus im Martin-Kropius-Bau Berlin, zu unbekannten Facetten der künstlerischen Moderne, etwa Hilma af Klint, Led Luzzano, Louise Bourgeois, so wird sie so ausgesprochen. Bourgeois, okay. Die fanden alle im Modernen Museum Stockholm statt und zu Experimentalinstallationen, unter anderem zum Humboldt Lab, was ja auch ziemlich spannend ist. Jetzt übergebe ich mal das Mikro. Ja, hallo, guten Tag oder guten Abend nochmal an alle. Die Frage nach der Unmöglichkeit einer gelungenen Intervention fand ich sehr interessant. Ähnlich wie Birgit geht es mir auch aus biografischen Gründen natürlich so, dass ich das Persönliche und das Private innerhalb dieser Ausstellung einfach einen sehr wichtigen und spannenden Faktor fand.
Ich bin ja sozusagen Museumsspezialist in der Form, dass ich Ausstellungen gestalte seit 1998 und man macht dort ja eine immer gleich werdende Erfahrung, dass es in erster Linie um Objekte geht und Objekte und um Werke. Schon das Biografische von gerade auch Künstlerinnen wird oft sehr kurz gehalten und eine Ausstellung, die über Homosexualitäten geht, dachte ich, muss einfach an mehreren Stellen in der Ausstellung mehr bieten. Und das Beispiel, was Dorothee Brill gezeigt hat, ist ja schon ein Beispiel, das einfach über die visuelle Verschiebung einfach ganz, ganz viel einfach über einen selbst vielleicht auch sagt. Und ich habe hier ein Beispiel ausgewählt aus einem Bereich, das ist der Ausgangsbereich im Deutschen Historischen Museum, der den Titel »Das Private ist politisch« trägt. Und dieser Bereich widmet sich den Codes und Zeichen, die queere Menschen über die Zeiten entwickelt haben und in denen sie sich zu erkennen gegeben haben, gegenseitig. Und diese Zeichen sind einer permanenten Wandlung unterworfen. Also etwas, was man eigentlich nicht ausstellen kann oder nur sehr mäßig mit Exponaten belegen kann. Und das Interessante daran ist, dass diese Zeichen oft performative Zeichen sind, also Zeichen, die eben bestimmte Gesten beinhalten. Alle kennen das Klischee des effeminierten Schwulen oder der butschen Lesbe. Da sind ganz bestimmte Körperperformances dabei, die sich außer vielleicht in Videoarbeiten, die auch teilweise in Kunstwerken oder in der schönen Arbeit Man for a Day zum Beispiel in diesem Bereich gezeigt werden. Aber wir haben uns in diesem Zusammenhang versucht, einen Schritt weiter zu gehen. Und das hatte eigentlich zur Gestaltung des Raumes geführt. Und diese Gestaltung in Form einer Tapete, die den ganzen Raum sozusagen in ein irrsinniges Gewimmel von queeren Gesten stürzt. Da sind Männerhände mit lackierten Fingern, da ist das berühmte gebrochene Handgelenk, da sind Kampfgesten, da wird der Colliergriff geübt, da ist aber auch, da wird die Doppelaxt geschwungen, da brausen Motorradlesben durch den Hintergrund. Also es ist ein relativ breites, ja, ist ja so, angeblich sieht sie aus wie Angela Merkel. Und es wird viel demonstriert auch, also es gibt sozusagen ebenso persönliche, private, lustige Gesten wie politische Gesten. Das Private ist eben politisch und die sind aber hier eben nicht zu einem Selbstzweck an der Wand versammelt, sondern sie bilden praktisch einen kommunikativen Hintergrund, ein Terrain für die Objekte. Und ich habe hier einen kleinen Ausblick von Exponaten genommen, nämlich eine sehr auch wieder queere gestische Arbeit von Lukas Duvenhöger, sein Entwurf, also The Celestial Teapot, sein Entwurf für das Mahnmal der homosexuellen Opfer im Dritten Reich. Das war seine Wettbewerbsabgabe, eine Arbeit, die auch später auf der Documenta gezeigt worden ist. Die Teekanne ist eben sozusagen eine klassische Tuntenpose hier als Hochsitz in dem Tiergarten, in dem Mitte einer Cruising Area platziert. Und diese sozusagen ultimativ schwule Arbeit und die Diskussion im Holocaust-Mahnmal hat da ja im Nachhinein in der realisierten Form heute ja auch sehr viel an diesem nur schwule Männer, sie waren angeblich vom Nationalsozialismus betroffen, auch damit haben wir ja in der Ausstellung aufgeräumt. Diese Arbeit stellen wir in einen Dialog hier zum Beispiel mit Fanzines, also wieder ein Medium, eine Sache, die sozusagen mit leichter Geste gestreut wird und die treten in Zusammenhang. Also Trouble X hier unten zu sehen mit dem Genderfuck, man kann ankreuzen, male, female, fuck you. Und auf der anderen Seite ein Fanzine aus Dänemark von 2007, das eigentlich wiederum in einem sehr schwulen Humor fragt, wenn Ken schwul ist, ist Barbie dann eine Schwulenfreundin und damit eine Schwulenikone. Also ganz merkwürdige Dinge, die alle in diesem Bereich des Unaussprechlichen, im Bereich des Unzeigbaren eigentlich agieren, weil man klassischerweise eigentlich keine Exponate oder Vitrinen geeignete Objekte hat. Und wir sind ja hier im Deutschen Historischen Museum in diesem Teil der Ausstellung und wir haben in mehreren Teilen eben versucht, diese Museumsformate auch zu hinterfragen und eben
sozusagen locker zu machen. Das sieht man auch sehr schön, dass auch das Exponatschild, und das Exponatschild ist ja ein nicht zu unterschätzendes Medium, es ist ja eine autoritäre Geste. Das Exponatschild sagt hier, was es ist und was es sagen soll. Und das ist sozusagen die kleinste Informationseinheit für die Besucherinnen. Und wir haben uns in diesem Bereich eben entschlossen, diese Exponatschilder auch von Hand auf die Wand zu kritzeln. Sie haben damit eine völlig andere Geste und sind viel zugänglicher. Man könnte weiter kommentieren und fragen. Also hier haben wir sozusagen mit ganz vielen Standards des Museums aufgeräumt und interessanterweise, weil ja auch nach den Häusern gefragt wird, haben wir hiermit in dem Team des Deutschen Historischen Museums große Begeisterung geerntet. Die fanden das total super, dass wir das mal anders machen. Das war irgendwie sehr interessant. Und insofern würde ich sagen, das ist eine sehr kleine Form von Intervention, die in Details Dinge anders macht, aber sich als Intervention meines Erachtens, als Grenzüberschreitung, finde ich, gelohnt hat. Das ist mein kurzes Statement. Vielen Dank. Ich würde jetzt auf jeden Fall, habt ihr Verständnisfragen zu den drei Beiträgen, die wir gerade gehört haben? Also ja, gibt es ein Publikums? Ja, ich habe eine Frage zu dem ersten Exponat. Dass die Musik verändert wurde, hat sich das dann aus der Beschreibung erklärt? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Also woher wusste Mensch, dass es sich um Technomusik handelt? Das weiß der Besucher, die Besucherin, die in die Ausstellung kommt, weiß das nicht. Das, was er oder sie liest, ist auf dem Label ist die Komposition, nee, stimmt gar nicht, die steht auch nicht drauf, Samuel Barber. Ich muss mich korrigieren, man weiß es nicht, es bleibt offen. Also man weiß nicht, dass diese Person zu Techno tanzt, man wird aber misstrauisch. Man versteht, dass in irgendeiner Weise die Tanzbewegung mit der Musik, obwohl sie so einen Dialog eingeht, nicht originär so entstanden ist. Und den Rest kann man dann recherchieren, aber der wird erstmal nicht dem Werk beigefügt. Das hätten wir tun können, ist aber jetzt haben wir nicht gemacht und ist also sozusagen nicht Vorgabe des Werks. Okay, wenn es keine Verständnisfragen gibt, dann würde ich noch mal mit einer kurzen Frage nachschieben, weil die erste Frage, die sich meines Erachtens nach aufdrängt, und die habt ihr schon ein bisschen versucht auch zu beantworten, aber trotzdem würde ich gerne noch mal nachhaken, ist, warum eigentlich ins Museum gehen? Also ihr habt euch alle drei Objekte, die ihr jetzt genannt habt, waren Kunstwerke, die ja, na klar, irgendwie in Museen ausgestellt werden, aber eigentlich für einen anderen Zweck ja auch entstehen. Und gleichzeitig gibt es noch mehr Teile in der Ausstellung, also die medizinische Entwicklung, die strafgesetzliche Entwicklung und so weiter und so fort, die ihr ja auch thematisiert. Also ist das vielleicht auch schon ein Mehrwert des Museums quasi, dass er all diese verschiedenen Stränge zusammenbringen kann? So wäre ja eine Idee, also warum ihr ausgerechnet ins Museum intervenieren wollt. Trotzdem hatte ich, als ich das erste Mal im DHM war, in der Homosexualitätenausstellung, war das bei der Eröffnung. Und hatte ich das Gefühl, das ist auch irgendwie krass, also es ist irgendwie ziemlich cool, dass da eine Geschichte dargestellt wird, an der wir irgendwie auch teil hatten, die so. Und gleichzeitig waren bei der Eröffnung sehr viele Leute auch aus der Szene da, die das aber irgendwie auch merkwürdig war, dass plötzlich die Szene sich jetzt im Museum befunden hat. Und dann war ich aber letzte Woche auch noch mal in der Homosexualitätenausstellung, auch im DHM, und da war die Ausstellung voll mit Schulklassen. Und es war unglaublich toll, wie die sozusagen wie der Raum auch von denen genutzt wurde und eben auch die Ausstellung und der Inhalt von denen ganz anders genutzt wurde, um ganz andere Inhalte auch zu aufzunehmen, zu thematisieren, zu diskutieren und so weiter und so fort. Und trotzdem trotzdem nochmal die Frage, warum ist für euch das Museum der Ort, wo ihr gerne intervenieren möchtet, wo ihr sozusagen auch gerne eine queerfeministisch
schwul-lesbische Geschichte sehen wollt? Ja, erstmal warum nicht? Ich glaube, dass, ich meine, man kann natürlich jetzt über das Format von Ausstellungen nachdenken, als ich sehe diese Ausstellung als politische Intervention, ganz klar. Und für mich sind Ausstellungen oder die kulturelle Arbeit, ist für mich ein Format, um gesellschaftliche Interventionen zu machen. Ich finde es sehr vorteilhaftes Format, weil es eben multiperspektivisch geht, weil es über Erleben geht, weil es nicht nur ein programmatisches Sprechen ist, sondern weil es sehr viele Ebenen anspricht, also weil es unheimlich komplex ist. Eine Ausstellung ist kein Buch, das habe ich auch noch mal mehr gelernt, das wusste ich vorher auch schon, aber jetzt weiß ich es wirklich. Und eine Ausstellung ist eben auch keine Partei, kein Parteiprogramm oder sowas, sondern es ist eine Möglichkeit, sehr komplex, sehr multiperspektivisch auf sehr vielen Kanälen sozusagen gleichzeitig zu senden und zu empfangen auch. Und jetzt nochmal zurück, warum Museum? Ich finde, dass, ich meine, man muss einfach nochmal sagen, dass diese Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, wir schreiben das Jahr 2015, die erste Ausstellung dazu war, in dem Deutschen Historischen Museum, was ja die Funktion hat oder die Aufgabe hat, die Geschichte unseres, wie auch immer, nationalen oder nicht nationalen Kollektivs zu bewahren, zu erzählen, zu reflektieren, zu verhandeln, was weiß ich. Das ist die allererste Ausstellung. Und ich würde sagen, dass die Räume der kulturellen Repräsentation, ob das Theater sind, ob das Film ist, ob das Literatur ist, vielleicht Literatur am wenigsten, also Theater, Film und eben Museen, Kunst, das sind Räume, wo die Dominanz des white heterosexual man, noch vergleichsweise ungebrochen ist. Also ich habe mir, das steht ja auch im Nachwort vom Katalog, ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin durch die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums gegangen. Das sind 7000 Objekte und das sind genau exakt 5 Objekte, wo es um die Geschichte von homosexuellen Menschen geht, und zwar nur von homosexuellen Männern. Lesbische Frauen kommen überhaupt nicht vor, transsexuelle Menschen kommen überhaupt nicht vor, bisexuelle, überhaupt gibt es alles nicht. Und das ist aber sozusagen die repräsentative Ausstellung, die, wo jeden Tag Schüler und Schülerinnen durchlaufen und denen wird jeden Tag erzählt, das ist unsere Geschichte. Und das ist ein Unterschied. Also das macht was. Das macht einfach einen Unterschied. Es macht was mit allen Leuten, die da durchgehen, weil ich als Mädchen und als Lesbe und als Nicht-Hetero und so weiter, weiß ich dann schon, ich bin da gar nicht, ich komme da nicht vor, ich bin nicht wichtig und so weiter und so fort. Und deswegen, ich finde, dass die Räume der kulturellen Repräsentation und Museen sind eine der wichtigen Räume, dass das Orte sind, wo wir intervenieren müssen. Ja, vielleicht noch ein Zusatz, der sozusagen aus meiner Warte kommt. Das ist für mich natürlich die Frage, warum jetzt gehe ich ins Museum, sage ich, naja, that's what I do, that's my job. Ich mache Ausstellungen, aber es ist natürlich noch was, da kann man so eine Parallele ziehen zur bildenden Kunst. Da gab es in den 60er Jahren, für die sich mit Kunst auskennen, entstand eine Bewegung der Institutionskritik. Und den Künstlern, Daniel Behrendt zum Beispiel, wurde vorgeworfen, dass er sozusagen having the cake and eating it too. Also er will den Kuchen haben und gleichzeitig auffressen. Das heißt, er will also kritisieren, setzt sich aber mitten hinein ins Museum. Und das ist natürlich eine Kritik, die für mich eigentlich zu kurz fällt, weil genau da sozusagen ist es schwer, im Museum zu intervenieren und draußen zu bleiben. Und das ist natürlich sowas jetzt wie zum Beispiel das Werk, was ich vorgestellt habe, was jetzt viel zu sehen war, in unserem Kontext bekommt es sozusagen eine andere, das kann man über jede Themaausstellung sagen, aber es bekommt eine andere Lesart. Es öffnet sich sozusagen ein anderes Fenster auf ein Kunstwerk in dem Fall, was man schon kennt. Und das ist ja sozusagen auch eine Art von Intervention oder zumindest, sagen wir mal, Weiterdrehen oder Facettenverschiebung, die ich aber in diesem Raum machen muss und nicht außerhalb. Na, du hast doch schon das Mikro in der Hand, deswegen. Ja, das doppelt sich jetzt. Okay. Ich könnte munter so weitermachen, aber ich würde gerne eigentlich das Publikum einbeziehen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu, warum Museum
warum es für euch passend war, auch, oder das wollte ich gerade sagen, nicht passend war, ob es für euch funktioniert, die Ausstellung, ob sie nicht funktioniert als Intervention. Ich habe nochmal eine Mikrofrage. Okay. Also danke. Also noch eine Verständnisfrage. Das DHM ist ja nicht von sich aus auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu Homosexualitäten zu machen, ne? Was sehr schön gewesen wäre. Und das Schwule Museum hat das vorgeschlagen. Und jetzt wollte ich da noch mal ein bisschen was wissen. Musste das Schwule Museum da lange an Tisch chambrieren oder offene Türen eingerannt? Und ja, wie hat man darauf reagiert oder ist denen dann dort auch mal aufgefallen, dass da was 7000 Exponate sind und 5 und so weiter? Also was für Prozesse, falls, ja, denke ich, davon habt ihr ja wahrscheinlich auch was mitgekriegt, waren da jetzt im Historischen Museum im Gange? Also das war in gewisser Weise leicht, weil wir die Finanzierung mitgebracht haben. Also die Kulturstiftung des Bundes, also die ganze Geschichte ging eigentlich damit los, dass wir eine Lesbenausstellung machen wollten. Also ich wollte eine Lesbenausstellung machen. Wir nicht. Wir beide. Stark, das ist interessant. Also einfach mal eine Lesbenausstellung, weil Schwule-Ausstellungen gab es schon ganz viele und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt mal eine Lesbenausstellung. Und wir wollten von Anfang an das nicht nur im Schwulenmuseum machen, sondern wir wollten das in so eine größere Öffentlichkeit irgendwie bringen. Und die Kulturstiftung war, wie gesagt, relativ von Anfang an mit an Bord und hat gesagt, sie finden das interessant und wollen das unterstützen oder finden es jedenfalls interessant. Und dann haben wir rumdiskutiert, wo man damit hingehen könnte. Und da gab es eigentlich nicht so viele Orte, das war eigentlich Deutsches Historisches Museum. Ja, es gab die üblichen Verdächtigen, ne? Gropiusbau, Berlinische Galerie, Haus der Kulturen der Welt, also die Orte, die offener oder mehr, genau, Akademie der Künste, wo ja schon mal eine Ausstellung stattgefunden hat. Und ja, und dann kam eben diese Idee auf, ins Deutsche Historische Museum zu gehen. Das Interessante an dieser Ideenfindung ist, dass es mittlerweile ungefähr jeder Projektbeteiligter sagt, das war seine Idee oder ihre Idee. Das ist irgendwie sozusagen ein Mythos dieser Ausstellung, dass jetzt mittlerweile Leute schon vor 5 Jahren die Ideen hatten, dass es ins Deutsche Historische Museum muss. Das ist irgendwie ganz toll, weil es natürlich zeigte, dass es bei allen sofort angefangen hat zu brennen. Und überraschenderweise, also Frau Völkers von der Bundeskulturstiftung hat Herrn Dr. Koch dann direkt angesprochen, nachdem wir das vorgeschlagen haben, Birgit das vorgeschlagen hat. Und Herr Dr. Koch hat sofort Ja gesagt. Ja, ich bin noch nicht fertig. Er hat Ja zur Lesbenausstellung, also Jein. Er hat Ja gesagt, er möchte etwas zu Homosexualität machen, aber er kann keine Lesbenausstellung machen, weil sie eben noch nie etwas überhaupt zu diesem Themenbereich gemacht haben. Genau, man könnte jetzt mal Ladies First machen, Frauen anfangen, das ist schon klar, aber das war eine Bedingung und man hat uns freigestellt, ob wir das machen wollen oder nicht machen wollen. Genau, und dann haben wir halt gedacht, okay, dann machen wir jetzt eine Ausstellung, dann ist das halt eine Homosexualitätenausstellung und im Nachhinein, wenn man trotzdem eine Lesbenausstellung macht, im Nachhinein, glaube ich, war das eigentlich eine glückliche Fügung, weil ich glaube, dass die politische, also sozusagen die Provokation dieser Ausstellung liegt ja auch ein Stück weit damit, wir haben ja mit einigen Sachen aufgeräumt in der Ausstellung, aber wir haben unter anderem auch damit aufgeräumt, dass Homosexualität ist jetzt nicht mehr einfach nur schwule Männer. Also die Dominanz von schwuler Identität in diesem Diskurs oder schwulen Bewegung in dieser Diskurs ist durchaus zumindest angeknackst, sage ich jetzt mal so. Und insofern bin ich im Nachhinein sehr dankbar, dass die Lesbenausstellung nicht machen wollten, sondern dass das eben so eine, wir wollen über alles dann mal, oder grundsätzlich ist ja auch so ein Nischenthema mit den Lesben und so. Ich glaube, dass das politisch viel wirksamer ist, wie es jetzt ist, dass es Homosexualitäten heißt und sehr viele schwule Männer finden, es sind viel zu viele Frauen drin. Ich habe von. Ja, jeder findet immer, aber es ist halbe halbe, wir haben gezählt.
Genau. Es ist halbe-halbe, ohne dass wir uns da irgendwie hätten zu zwingen müssen oder das künstlich eben erzählen müssen. Das war etwas sehr, sehr Interessantes und Wichtiges in der ganzen Ausstellung. Wir sind ja nun unter anderem im Deutschen Historischen Museum und wir zeigen ja mit dieser Ausstellung, dass man Geschichte wirklich anders schreiben kann und anders konstruieren kann. Und das in diesem Haus, das sozusagen das Haus der Bundesrepublik Deutschland ist, das die Deutungshoheit über unsere Geschichte hat und dass wir hier sozusagen einfach ganz massiv, bitte? Ja, aber dass wir eben sozusagen hier ganz massiv die lesbische, die feministische Seite mit in diese Ausstellung gebracht haben, ganz selbstverständlich, das ist etwas, was ich jetzt wiederum und was wir, glaube ich, mittlerweile sagen können, was in Fachkreisen ein regelrechtes Erdbeben produziert hat und diese Ausstellung so unglaublich diskutiert wird, so wie auch andere Häuser, führende Häuser in Deutschland merken, dass sie auch noch nie eine Ausstellung zu Homosexualitäten gemacht haben. Also zum Beispiel das Deutsche Hygienemuseum. Oder es gibt also einige Häuser, die da also sicherlich eine größere To-Do-Liste jetzt haben und wir den Eindruck haben, dass also dieser Effekt, warum wir auch wollten, dass wir in genau dieses Haus gehen, dass dieser Domino-Effekt hier wirklich einfach was auslöst. Und das war auch mit ein Grund, nicht nur warum ins Museum, sondern auch warum genau in dieses Museum. Okay. Genau, das ist ein guter Punkt. Ihr habt das toll gemacht und ich würde da aber gerne nochmal nachhaken an der Stelle, so von wegen, das kam von ganz alleine oder so, weil das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube, es ist sozusagen die Übertragungsarbeit, die ihr da geleistet habt, die funktioniert deswegen. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, mit welchen Mitteln ihr auch gearbeitet habt, irgendwie eine Geschichte zu zeigen, die so komplex und komplex dargestellt ist. Und da reicht es ja nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Ausstellung über Homosexuelle, sondern ihr habt es schon auch anders genannt, Homosexualitäten, das heißt auch mit einer Leerstelle, die irgendwie vieles noch aufbricht, es geht nicht um Homosexualität, sondern es geht um vieles andere auch. Und da braucht man ja auch verschiedene Mittel, um das sozusagen irgendwie zu übertragen zu bekommen, ins Museum zu bringen. Zum Beispiel sowas wie scheinbar eine Quote, die keine war, sondern die kam irgendwie von alleine, wie du es zumindest sagst. Aber dass es irgendwie eine ganz klare Sichtbarkeit gibt, auch von Frauen Sternchen da drinnen und so weiter und so fort. Und ich würde gerne da nochmal fragen, ob ihr sowas wie so ein Rezept habt oder so, wie ihr daran gegangen seid. Genau, also, aber was wird entschieden? Also was wurde da entschieden? Ich finde es ehrlich gesagt ganz einfach. Ich wollte dich nochmal aufgreifen. Ich glaube, was wirklich eine der für mich zumindest oder für uns wichtigen Punkte in dieser Ausstellung war, ist, dass wir gezeigt haben, dass man jede Geschichte gendern kann, wenn man will. Das ist eine Entscheidung, weil es gibt ja immer diese Debatte. Wir haben auch in der Homo-Geschichte haben wir eine extreme Dominanz von Männern. Also von Schulengeschichte. Es gibt viel mehr Material, es gibt viel mehr Bilder, es gibt viel mehr Künstler, es gibt viel mehr alles. Es gibt alles viel mehr. Und man könnte, wenn man von der Archivlage her kommt, wäre man bei 80-20. So, und das ist eine kuratorische Entscheidung zu sagen, ich reproduziere das jetzt nochmal, das, was ich sowieso überall lese, oder ich entscheide, ich mache das jetzt anders. Und das war eigentlich nicht schwer, das hat Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht, wirklich zu, da muss man halt ein bisschen länger suchen, so what, dann muss man es halt mal machen, dann muss man halt nicht das Naheliegende nehmen, sondern einfach nochmal eine Runde länger drehen. Und das Zweite, was ich vielleicht auch nochmal, also so von alleine ist das natürlich nicht, man muss suchen, aber das ist ja der Job, den du auch machst. Und das andere ist, ich glaube, man begreift diese, also es geht in dem Punkt gar nicht nur um Gender, oder mir geht es sowieso gar nicht nur um Gendern. Ich glaube, man begreift die Geschichte der Homosexualitäten nicht, wenn man nicht begreift, dass es immer auch um Feminismus ging, dass es immer um die Geschlechterordnung ging, das, was ich vorhin gesagt habe. Man begreift das Phänomen überhaupt nicht, wenn man das als irgendwie spezifische sexuelle Praxis einer bestimmten Gruppe sieht. Das ist Quatsch, das ist historisch oder soziologisch oder philosophisch oder wie auch immer Käse. Also das ist auch historisch mal unabhängig von Gendern, es ist einfach falsch. Und das Gleiche gilt übrigens für die gesamte Geschichte. Also wenn ich die Geschichte des 20. und 19. Jahrhunderts
die europäische Geschichte oder die deutsche Geschichte oder was auch immer erzähle und erzähle nicht, dass die sexuelle Revolution, Stichwort Wahlrecht von Frauen, Bildungschancen von Frauen, die ganze Veränderung der Rolle und der Möglichkeiten von Frauen in den letzten 100 oder 150 Jahren, wenn ich das nicht zentral miterzähle, dann habe ich irgendwas nicht begriffen. Das ist nicht die Geschichte, weil wir alle würden hier nicht sitzen, wenn das nicht passiert wäre. Also wenn diese ganzen Entwicklungen nicht gewesen wären. Das hat unser Leben jeder von uns so entscheidend verändert. Und wenn das nicht in der historischen Ausstellung vorkommt, dann ist es auch nicht die Geschichte. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Also wie gesagt, mir ging es nochmal darum, es geht gar nicht nur um Gendern, sondern es geht auch um historische und politische Genauigkeit. Ja, aber du hast ja auch ein ganz klar das Konzept gerade nochmal benannt, zu sagen, irgendwie allein schon irgendwie eine feministische Position auch mit aufzunehmen und eine Geschichte von Homosexualitäten zu beschreiben und so weiter und so fort. Also ich wollte nur noch mal ein bisschen aus euch rauskitzeln, was sozusagen denn die Intervention funktionieren lässt. Deswegen, genau. Aber vielleicht hast du noch. Ja, sicherlich eine ganz andere Ebene des Rezeptes, nach dem du gefragt hast, das es natürlich in der Form nicht gibt, ist, dass wir versucht haben, jeden Bereich einzeln zu denken, eigenständig zu denken und damit eigentlich möglichst viele Zugänge und Perspektiven auf das Thema zu bekommen. Das war ein ganz wesentlicher Gedanke, denn gerade die allbekannten deutschen historischen Museumsausstellungen sind ja meistens, sie haben eine Geste, eine Farbe, eine Leitlinie, eine Chronologie. Man wird sozusagen eigentlich durch die Endloswurst gemangelt. Und das passiert sehr häufig, gerade in historischen Ausstellungen ganz grundsätzlich. Und wir haben hier versucht, jeden einzelnen Raum völlig eigenständig zu denken und zuzuspitzen und da auch Widersprüche oder Dissonanzen zuzulassen, aber eben auch in der Art, wie der Besucher involviert wird, immer neue Modelle anzubieten. Das erscheint mir zutiefst queer zu sein tatsächlich und auf der anderen Seite einfach wirklich notwendig, bei einem so komplexen Thema immer wieder zu zeigen, dass wir hier eben ganz viele Entscheidungen treffen mussten und dass nicht alles dabei ist, was interessant wäre, dabei zu sein. Eigentlich sind alle Modelle mehr oder weniger offen. Und so haben wir auch die unterschiedlichsten Exponate gewählt, gesprochene Sprache auszustellen, also Beschimpfungen, Diskriminierungen verbaler Natur auszustellen, war auch so eine schwierige Frage, wie können wir das hinbekommen. So haben wir das gemacht, so wie wir auch eben aktuelle Videoprojekte gemacht haben. Das Coming-Out-Projekt wurde ja schon eingangs erwähnt. Wir haben ja noch ein zweites Projekt gemacht, die Frage nach dem What's Next, das ist wie eine Bestandsaufnahme, das ist ein unabgeschlossenes Projekt im Übrigen, dieses Warum lebt man hier, was ist es in der Stadt, kann man von seinen queeren Projekten leben, was für Haltungen hat man im Leben, zu befragen, also diese Selbstbefragung und sozusagen den Besucher, die Besucherinnen, das Publikum, die Akteurinnen wirklich zu involvieren, beziehungsweise die Frage zu stellen, inwieweit können wir sie involvieren in einem Ausstellungsprojekt. Da stößt man tatsächlich auch auf Grenzen, aber das ist etwas ganz Wesentliches an der Ausstellung, dass wir versucht haben, diese so gerne Multiperspektivität in ganz unterschiedlichen Formaten in die Ausstellung zu bringen. Ja, vielleicht noch ganz ein Aspekt, der sich daran anschließt. Also diese unterschiedlichen Bereiche, jeder Bereich ist eigen, jeder Bereich ist eine eigene Facette. Was da auch noch mit reinspielt, das ist ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist oder euch gegangen ist, als ihr drin wart, es ist sehr viel. Und es ist nicht nur sehr viel, weil wir uns halt von nichts trennen konnten. Sondern weil es eigentlich auch ein Ausdruck dessen sein soll, es ist ein riesiges Feld, was wir überhaupt nicht auch durch die Fülle nicht abschließend bearbeiten, sondern es ist eine Landschaft. Und man kann sozusagen da den einen Weg oder den anderen Weg einschlagen. Und ich hatte bei der Pressekonferenz im Nachgang eine lange, unerfreuliche Diskussion mit einem Journalisten, der also ganz vehement von uns gefordert hat, den Betrachter doch sozusagen an die Hand zu nehmen und von Raum zu Raum zu bringen. Und es ist eben auch Teil dieses Konzeptes, dieses sozusagen Öffnens. Wir wollen nicht eine Geschichte erzählen und dann macht man die von A nach Z und ist fertig. So. Ich glaube, du hast nach Rezepten gefragt. Also ich glaube zum Beispiel, ein Rezept ist tatsächlich keine Chronologie. Weil Chronologie erzeugt
Chronologie ist im Grunde ein autoritärer Gestus, wenn man sich das mal so ganz genau erlebt, weil es dich nämlich zwingt, in einer bestimmten Form irgendwo durchzugehen. Es zwingt dich so, es tut so, als wenn eine zeitliche Ordnung eine kausalen, also irgendwas Kausales oder irgendeine Notwendigkeit hätte, und es zwingt dich von vorne nach hinten zu laufen. Und der Vorteil von Ausstellungen im Unterschied zu Büchern ist ja, dass du nicht linear laufen musst. Du kannst sozusagen, und wir haben bei allen Räumen, es könnt ihr auch ausprobieren, ihr könnt alle Räume so rumlaufen, ihr könnt in jedem Raum rumlaufen, wie ihr wollt. Wir nehmen niemanden an der Hand, wir machen eine unautoritäre, also es, wir wollten auch diese autoritäre Gestik nicht, nicht nur, weil wir das Schwule Museum sind, sondern weil ich glaube, dass dieses Moment von Freiheit, das ist für mich einer der wesentlichen Punkte von Homosexualität. Also Homosexualität ist für mich kein Triebschicksal, sondern hat was mit menschlicher und meiner eigenen Freiheit zu tun. Und dieses Moment von, nö, ich mache das jetzt aber wie ich will, wollte ich gerne auch, oder wollten wir gerne in dieser, also diese Krawallschachtlichkeit, so, nö, mache ich aber jetzt anders, das wollten wir gerne in der Ausstellung als Haltung auch haben. Und das zweite Moment, was ich auch noch ganz wichtig finde, alle Räume sagen immer auch gleichzeitig, das ist jetzt irgendeine Geschichte, also es ist nicht irgendeine Geschichte, aber es ist eine bestimmte Perspektive. Wir könnten die auch ganz anders erzählen. Also dieses A bis Z, was ja für mich eigentlich das Kernstück der Ausstellung ist, weil ich wollte gerne, dass sozusagen alles das, was in diesem Museum noch nie zu sehen war und wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder zu sehen sein wird, nämlich die Geschichte von den Aktivismus, das ist ja eine Installation, die so eine Art Hommage an die Aktivistinnen und Aktivisten ist. Und das ist dieses A bis Z radikalisiertes Jahr im Sinne von, ja, es könnten die Wörter sein, es könnten aber auch andere Wörter sein oder wieso überhaupt Stichwörter. Und das eben nicht chronologisch zu machen, weil Chronologie bedeutet immer, ich tue so, als wenn ich das Wichtigste wüsste und erzähle dann das Wichtigste und zwar genau in der Reihenfolge. Und du musst genau die Reihenfolge auch genauso ablaufen. Also ein Rezept wäre niemals Chronologie. Okay, ich möchte jetzt auf... Ja. Ich möchte noch mal ins Publikum zurückgeben. Es gab hier vorne auf jeden Fall eine Meldung, falls sie noch besteht. Stopp, bitte. Ach, okay. Nur noch eine Frage zu den Finanzen, Birgit. Du hast gesagt, wo habt ihr das Geld hergehabt? Ich meine, das sind ja... Anonym. Nein, die Ausstellung ist ja maßgeblich mit einem sehr hohen Betrag gefördert worden von der Bundeskulturstiftung und der Kulturstiftung der Länder. Und das heißt, dieses Projekt ist finanziert worden durch eine Förderung. Und das meint, wir haben das Geld mitgebracht. Also wir nicht, aber... Wir hatten welche, die es hatten. Nee. Ja, ich hatte das zu Anfang auch schon so verstanden. Es wäre eher die Frage, dann irgendwann kam die Zusage, aber wie würden Sie das beziffern, wie viele Personen und wie viele Monate, Jahre an Vorarbeit, Vorleistung ist denn erbracht worden, damit so ein Antrag diese Zustimmung bekommen hat bei den sehr schönen Finanzierungseinrichtungen? Ach, das kann man immer so ganz schlecht sagen. Jetzt mal ganz ernsthaft, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das fundiert schon auf der Glaubwürdigkeit des Schwulenmuseums. Also wir haben schon einige Projekte im Vorhinein mit der Bundeskulturstiftung und auch mit der Kulturstiftung der Länder gemacht. Also es gab schon sozusagen eine Bekanntschaft oder eine Erfahrung mit uns. Und das eigentliche Projekt, würde ich jetzt mal sagen, 2 bis 3 Jahre. 3 eher vor Start. In denen es dann keine Finanzierung gibt. Ja, in denen es keine Finanzierung gibt, natürlich. Ja, es war auch erwähnt, dass die Ausstellung ganz erfolgreich ist. Habt ihr vielleicht so, ich weiß nicht, Zahlen oder mehr Informationen, wie das gemessen wird und wie das aussieht im Vergleich mit, ich weiß nicht, so etablierten Sachen, die wir anderswo sehen können? Also im Vergleich mit, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, wie das gemessen wird und...
Gemessen wird es einfach, weil es gezählt wird. Also im Eingangsbereich der Ausstellung, es gibt ja ein Gesamtticket im Deutschen Historischen Museum, das wird nicht gezählt, sondern es werden die Besucher in der Ausstellung gezählt. Und auch im Schwulenmuseum werden die Besucher in der Ausstellung gezählt. Und die Ausstellung ist sehr erfolgreich. Sie hat jetzt, glaube ich, über 70.000 Besucher schon bereits. Das ist für eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum sozusagen schon ein ziemliches Superlativ. Wir sind ganz nah an der bislang erfolgreichsten Ausstellung dort und das war eine über Adolf Hitler. Und der Erfolg zeigt sich auch darin, dass es zumindest sehr konkrete Interessenten gibt, die diese Ausstellung gerne übernehmen möchten, sodass das Projekt vielleicht auch wandert. Und das ist immer einer der besten Ausweise für ein erfolgreiches Projekt. Ja, aber das können wir noch nicht verraten. Aber eben nochmal zu der Frage, also das ist schon implizit beantwortet, man kann eigentlich den Erfolg immer messen an dem, was normalerweise eine Ausstellung in diesem Ort erwischt. Also man kann es jetzt nicht mit irgendeiner, die Ägypter oder Expressionismus vergleichen. Da kommen dreimal so viele Leute. Das ist natürlich kein Vergleich, der funktioniert. Woran man es auch noch messen kann, ist, dass es eine extrem breite Resonanz, also wir hatten schon bei der Eröffnung über 200 Pressemeldungen, eine breite internationale und auch fürs Deutsche Historische Museum gemessen an den sonstigen Rezessionen überdurchschnittlich positive Resonanz. Also es gab keinen einzigen Verriss der Ausstellung. Das ist auch was ganz Interessantes, also die wirklich extrem positive Presse, aber auch das bestimmt positivste Besucherbuch, das ich je in einer Ausstellung, und ich habe viele Ausstellungen gemacht, gelesen habe, womit ich nicht von vornherein gerechnet habe. Also das ist ein richtiges Vergnügen, das Besucherbuch durchzulesen. Also nichts Negatives in der Presse? Also es ist eine außergewöhnlich positive Presse. Und gerade das Deutsche Historische Museum, das permanent ja eigentlich in die Pfanne gehauen wird, für sie ist das die, glaube ich, positivst besprochene Ausstellung ever. Ich möchte noch was fragen, was vielleicht daran anschließt. Und zwar geht es mir um diesen Film Deep Gold, der ja, wenn man den Rundgang macht, dann die Ausstellung abschließt im Schwulenmuseum und einfach so viele Ebenen zusammenfasst. Und ich finde, der ist wahnsinnig geeignet, der letzte Raum zu sein. Und ich habe mich gefragt, ob der extra dafür produziert wurde oder ich würde einfach gerne noch ein bisschen was darüber wissen, weil ich das so außerordentlich passend fand. Ja. Ja, nein, er wurde nicht extra dafür produziert und es war so tatsächlich sogar ein ganz glücklicher Zufall. Eigentlich war die Ausstellung schon komplett fertig. Und dann ist er uns vor die Augen getreten. Und war dann sehr klar, dass der noch rein muss und der Schlusspunkt ist, der uns gefehlt hat. Produziert worden ist er unabhängig von der Ausstellung und zwar als Teil eines Projektes. Es sind mehrere Künstler eingeladen worden, also Filmkünstler, Antworten zu entwickeln oder Hommagen zu entwickeln an L'Âge d'Or von Buñuel. Und Julian Rosefeld war einer dieser beteiligten Künstler und hat sich da sozusagen seine Reaktion auf diesen Film. Da gibt es dann 12 oder sowas. Das ist eigentlich der Hintergrund von der Arbeit. Und für uns war das dann sozusagen ein Glücksfall, auch wieder sozusagen etwas reinzuholen in den Kontext, was eigentlich in einem anderen Kontext entstanden ist. Ganz kurz, da hinten gibt es jetzt noch eine Frage und eigentlich müssten wir dann auch bald Schluss machen, aber vielleicht könnt ihr beiden die hintereinander stellen und dann wird hier vorne nochmal drauf geantwortet und dann machen wir Schluss, würde ich vorschlagen. Ja? Okay. Judith, bitte. Ich würde gerne nochmal eine bisschen provokante Frage stellen, weil es geht ja, also es ging ja jetzt viel sozusagen um die Möglichkeiten queerfeministischer Interventionen im Museum, aber im Titel ist ja schon die Unmöglichkeit und wobei ich vorausschicken muss, also ich finde es schon auf jeden Fall super wichtig, dass es die Ausstellung gibt und auch, dass sie im Deutschen Historischen Museum ist, also das möchte ich jetzt nicht an sich anzweifeln, aber sozusagen um nochmal so ein bisschen trotzdem daran zwei Fragen anzuschließen. Und zwar die eine, da geht es, wie gesagt, die beiden provokanten Fragen. Die erste ist, aber wenn man so eine Sonderausstellung macht zu Homosexualitäten,
ist es dann überhaupt eine Intervention in die Art, wie an sich die Mainstream-Geschichte da erzählt wird? Und die zweite Frage wäre, das schließt jetzt sozusagen an die Frage des Erfolgs an, ist, müsste eine erfolgreiche Ausstellung denn nicht gerade mit Verrissen übersät werden und scharf kritisiert werden von allen Richtungen? Also, ja, also die erste, meine auf den ersten Teil deiner Frage, ist es überhaupt, als Sonderausstellung, ist es überhaupt eine Intervention, weil sie sozusagen reinschneit und dann wieder rausschneit. Also abgesehen davon, dass man natürlich hofft, dass etwas von dieser Intervention bleibt für Besucher, die dann zum Beispiel wieder in dieses Haus kommen. Dass man sozusagen einen Transfer schafft von zum Beispiel dem Blick auf die Sammlung des DHM. Das sind so, das ist ein Wunsch, den man hat, von dem was bleibt. Was etwas greifbarer ist, ist vielleicht der Umstand, dass man, das wäre an jetzt Martin Gruppisbau zum Beispiel nicht möglich gewesen in der Akademie der Künste, dass das DHM zwar in der Doppelausstellung so wenig Objekte zeigt, die diese Geschichte reflektieren, aber ja durchaus in seiner Sammlung Dinge hat, die man da zeigen kann, und das tun wir auch, und die wandern nachher wieder zurück in die Dauerausstellung und kommen aber dann haben sozusagen einen anderen, wie so einen Fingerabdruck drauf sozusagen, haben eine andere Ausstellungsgeschichte hinter sich. Das wäre so ein Wunsch, dass da was bleibt. Grundsätzlich kann man dazu natürlich sagen, jetzt im ganz lokal betrachtet, hat die Intervention natürlich ganz stark im Team des Deutschen Historischen Museums auch stattgefunden. Also alle involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch diesen Prozess mitgegangen, gerade in der Realisierung und gerade auch in der Besucherreaktion. Und da ist unheimlich viel passiert. Also da hat man auch sogar regelrechte Haltungswandlungen erlebt. Und nein, das war, also wenn ich an die ersten Treffen denke, da haben wir uns schon warm angezogen. Und das hat sich extremst verändert. Und eigentlich waren alle total engagiert, um so weit wie möglich zu kommen. Ich finde, das ist eine Intervention, die funktioniert so, wie man merkt, dass es im Fachdiskurs der historischen Museen einfach sicherlich eine Wirkung hat. Und dass eine Sonderausstellung, also ich glaube, nur durch das Machen guter Sonderausstellungen bewegt man etwas im Kontext. Ich kenne es sehr stark aus den Kunstausstellungen zum Beispiel. Ich habe im Moderner Museet jetzt die dritte große eben Künstlerinnen-Ausstellung machen dürfen mit der Kuratorin Iris Müller-Westermann. Also einmal die nicht so bekannte Lilo Sano, die damals noch ganz unbekannte Hilma af Klint, die mittlerweile über 1 Million Besucher hatte, weil sie einfach um die ganze Welt wandert und immer weiter wandert. Oder dann eben jetzt Louis Bourgeois. Und da schreibt man tatsächlich dann die Kunstgeschichte langsam aber sicher mit um. Also das heißt, die Sonderausstellung ist das Instrument schlechthin, neben den Forschungen natürlich. Und alleine, dass es diese Ausstellung gibt, da hoffen wir natürlich darauf, dass zum Beispiel in Zukunft auch mehr zu queeren und feministischen Kontexten von Museen aus geforscht wird, weil das ist echt mau. Also ich meine, wir wissen, Historikertag letztes Jahr gab es zum ersten Mal überhaupt eine Sektion zu Homosexualität. Das ist, also da ist noch ganz viel zu tun, und insofern ist das ein Schritt, der sicherlich ein Rütteln an der Tür ist und nicht das ganz große Öffnen der Tür, geschweige denn das neue Tapezieren. Ja, ich glaube, die Intervention liegt auch nicht, also jetzt gerade fürs Deutsche, in Bezug aufs Deutsche Historische Museum, dieser Sinneswandel, der da stattfand bei den, auch bei den Mitarbeitern dort, war nicht nur so, oder auch die Kritik, die wir vielleicht am Anfang gab, oder die Ressentiments, lag nicht nur darin, dass man sagt, na, mit dem Thema wollen wir nichts zu tun haben, sondern ist das denn historisch genug? Und das ist, da fehlt ja die Distanz, das ist ja irgendwie noch so aktuell. Und das ist sozusagen auch was, ne, was wo die Hoffnung ist, da könnte sich was ändern in der Institution. Ich würde nur mal zurückfragen, warum? Du hast gesagt, wäre es nicht ein Erfolg, wenn es Verrisse gehagelt hätte?
Dazu kann ich was sagen. Also ich meine, das ist ja eine, also ich glaube, wenn wir lauter Verrisse bekommen hätten, hätten wir genau das gesagt. Unsere Ausstellung war so kontrovers. Super. Ich habe mich ehrlich gesagt monatelang innerlich darauf vorbereitet, dass ich diese Antwort total glaubwürdig rüberbringe. Und dass das nicht passiert ist und dass es sehr, sehr inhaltliche, positive Kritiken gegeben hat, die sich damit auseinandersetzen, war für uns alle tatsächlich auch eine positive Überraschung. Also gerade, weil wir eben auch wussten, dass gerade durch die Kooperation mit dem Deutschen Historischen Museum wir mit einem Museum arbeiten, das in der Regel eben die Pfanne ins Gesicht kriegt. Und dass vielleicht nicht alle Journalisten verstehen, dass diese Ausstellung vom Schwulen Museum und einem Kuratorinnen-Team kuratiert worden ist. Das weiß man vorher nicht. Also da hätte es enorme Missverständnisse geben können. Und dass das nicht passiert ist, liegt sicherlich eben auch daran, wie wir diese Ausstellung gemacht haben. Und insofern kann ich das vollkommen abschmettern und sagen, es ist einfach gefeiert worden und ich freue mich drüber. Ich habe hier noch eine Meldung. Auf eine andere Seite. Ich habe eine Frage, ja, vielleicht geht es in eine ähnliche Richtung. Es hört sich alles so nett und friedlich an mit der Finanzierung. Klar, habt ihr alle sehr hart gearbeitet, das ist klar. Was gab es für Opposition? Also auch vielleicht von irgendwie der extremen Rechtsseite oder sonst, also seit Anfang an oder seit Anfang der Ausstellung an, habt ihr da Oppositionen erlebt? Also das Interessante an diesem Projekt ist ja, dass wir in einer Bundesinstitution ausstellen, und die Ausstellung ist wiederum von Bundesmitteln einer ganz anderen Institution finanziert. Damit fängt es sozusagen an, während das Schwule Museum selber ja ein Ehrenamtsmuseum ist, das durch seine wunderbare und systematische Arbeit eben einfach so viel Anerkenntnis bekommen hat, dass eben gerade die Bundeskulturstiftung sagt, ihr seid für uns ein Top-Museum, ihr seid Oberliga. Das ist einfach so eine ganz klare Aussage in dem Zusammenhang. Jetzt war es sehr interessant, in diese Bundesinstitution zu gehen, die eben sehr konservativ ist, die direkt im Ministerium untersteht. Also das Haus entsteht ganz direkt dem Bundeskulturministerium und hat deswegen so etwas wie einen wissenschaftlichen Beirat, der immer sagt, dass was gut ist. Und es gab enormste Widerstände offensichtlich und die haben wir nicht eins zu eins erlebt, die haben wir nur kolportiert bekommen, deswegen können wir jetzt hier nicht unglaublich was auswalzen, aber man hat deshalb wegen dieser Widerstände, Stichwort, die machen ja Propaganda für Homosexualität, also ich meine, was zum Beispiel die Leiterin der Bundeskulturstiftung dazu veranlasst hat, zu sagen, mit dieser Aussage wissen wir erst recht, warum diese Ausstellung gemacht werden muss. Aber solche Aussagen haben dazu geführt, dass man einen Fachbeirat einberufen hat. Einen sozusagen hochdotierten, mit wichtigen Menschen besetzten Fachbeirat, der sozusagen kontrollieren sollte, dass das ganze Ding nicht aus dem Ruder läuft. Und dieser Fachbeirat hat wirklich enorme Kompetenzen. Er hätte die Ausstellung verschieben können, er hätte sie sogar absagen können. Es ist nicht zu unterschätzen, so ein Instrument. Das Interessante war, dass wir uns einfach überhaupt nicht versucht haben, davon eintopfen zu lassen, sondern wir haben einfach unsere Arbeit vertreten, gezeigt, diskutiert und die erste Diskussionsrunde war kontroverser als die zweite dann, aber wir haben diesen Fachbeirat überzeugt und seine Zustimmung bekommen. Das geht an den wissenschaftlichen Beirat, das geht ans Bundeskulturministerium. Mittlerweile, ich habe gerade Frau Grütters in einem anderen Zusammenhang getroffen, schmückt man sich ja mit dieser Ausstellung vorwärts und rückwärts, weil sie eben wieder mal zeigt, wie weit die Bundesrepublik Deutschland ist und wie vorbildlich wir international agieren. Noch einen Aspekt, es gab zu dieser Frage, aus welcher Seite, von welcher Richtung wurdet ihr denn beschossen sozusagen? Es kann doch nicht alles so sanft gegangen sein. Ich würde sagen, es gab natürlich tatsächlich, Beschuss ist too strong a word, aber die Kritik, die kam mindestens so sehr aus den Communities heraus, als von sozusagen der Außen, der Normkultur.
Also und sehr viel, sehr kleinteilig, sehr, sehr vielseitig, kleinteilig. Da gab es sozusagen ganz, je nachdem wer sprach, ganz unterschiedliche Kritik und Begehrlichkeiten. Aber ja, eher sozusagen im Kleinen zum Beispiel oder sozusagen punktuell, also wie zum Beispiel eben, was Birgit auch schon sagte, rund um das Poster, das Plakat. Also Kritik aus der Community, aus der Szene bei dem Plakat, man könnte sogar sagen vornehmlich von schwulen Männern, ziemlich stark, also mit der Überraschung eben, dass es ja so viel weibliche Homosexualität gibt, irritierend. Und auf der anderen Seite könnte man sagen, es gab die Strategie des Schweigens durchaus auch. Also Birgit hat ja auch gesagt, es wurde von Seiten des Deutschen Historischen Museums inhaltlich nicht sehr stark mitgearbeitet oder gestritten. Das war uns allerdings, muss man sagen, in der Kürze der Zeit, weil der eigentliche Produktionszeitraum der Ausstellung war dann ja gerade mal ein gutes Jahr, haben wir sozusagen jetzt neben den politischen Terrains, in denen wir unsere Arbeit zeigen und vorstellen mussten, vor allen Dingen geguckt, dass wir in unserem wirklich sehr intensiven Arbeitsteam arbeiten und uns nicht nach außen hin jetzt mit den Museumsmitarbeitern verzetteln. Das hätte anders laufen können, wenn man darauf bestanden hätte. Das hätten wir auch nicht verweigert. Das war eben interessant, dass eigentlich das Haus erst ganz stark involviert wurde, als es in die konkrete Realisierung der Ausstellung ging. Also als die Exponatlisten ankamen, als der Leihverkehr laufen musste, als man es nachher gebaut hat. Und da ist dann eben ein unglaublich dynamischer Prozess passiert, der sehr positiv gelaufen ist. Deswegen können wir, vorher gab es natürlich von irgendwelchen Sammlungsleitern und so weiter diese Frage nach der Wertigkeit von Objekten und was das soll. Aber es gab erstmal das Schweigen, um mit Herrn Bergmann zu sprechen. Also es wurde sich nicht geäußert. Und vielleicht noch eine Sache, was auch eine Art von Kritik war, die uns, glaube ich, überrascht hat, mich auf jeden Fall, das waren jetzt keine Massen, aber dass es durchaus Künstler gab, und da sage ich jetzt ganz bewusst Künstler, die nicht teilnehmen wollten. Sie gesagt haben, sie möchten ihre Kunst, die dann in diesen Fällen, an die ich jetzt denke, auch ganz klar, was mit ihrer homosexuellen Identität zu tun hatte. Darauf basiert die Arbeit, das ist ganz sichtbar, also Gilbert und George zum Beispiel, ganz bekannt, die aber nicht in so eine Ausstellung wollen, nicht weil sie die nicht unterstützen wollen, sondern eigentlich, weil sie diese Grenzen einreißen wollen, weil sie so nicht ihre Kunst unter dieser Lupe angeguckt haben wollen, weil obwohl sie ihre Situation in ihrer Kunst reflektieren, aber sie wollen eigentlich gerade dahin gelangen, dass man eben nicht mehr in diesen Parzellen ihre Arbeit rezipiert. Okay, die Zeit ist leider vorbei. Ich möchte nochmal allen ganz herzlich danken, dass Sie da waren, vor allen Dingen im Podium. Vielen, vielen Dank auch für die Ausstellung, für beide Ausstellungen tatsächlich. Genau, und für die großartige Arbeit. Ich hoffe, es kommt noch vieles mehr an tollen Ausstellungen. Und ich möchte auch Susanne dir nochmal danken, die die Idee zu dem Panel hatte und uns eingeladen hat quasi und das Ganze ein bisschen vorbereitet hat. Vielen Dank. Applaus